Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Technik-Faultier-Video mit dem neuen Google Nexus 6. Beim Einrichten ist es einigen ja bereits aufgefallen. Es gibt mit Android 5.0 ein neues Feature, das nennt sich Tap and Go. Und im Einrichtungsprozess taucht das direkt nach der Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk auf. Da steht dann, per NFC übertragen, kopieren Sie Ihre Google-Konten, sichern Sie Apps und Daten von Ihren bisherigen Android-Geräten rasch und unkompliziert, so geht es. So, und jetzt spinnen hier die Geräte links und rechts rum, obwohl ich gar nichts von Google, dem normalen Befehl gesagt habe. Also, achten Sie darauf, dass Ihr anderes Gerät eingeschaltet und entsperrt ist. Ich habe hier das Samsung Galaxy S5, mit dem ich es zuerst testen wollte. Wir legen die Geräte mit ihren NFC-Tags mal eben kurz zueinander und dann piept es. Und seltsamerweise, sie piepen rum. Sie haben sich gefunden, aber sie haben sich nichts zu sagen. Mit meinem Samsung Galaxy S5 will das neue Google Nexus 6 anscheinend nicht sprechen. Aber das ist ja kein Problem. Ich habe ja noch einen Backup-Plan. Für einige wahrscheinlich auch viel wahrscheinlicher, dass sie eventuell von einem Nexus 5 auf ein Nexus 6 wechseln. Auch hier spielen wir das Ganze jetzt einmal durch. Die kuscheln einmal. Plinge, pling. Und auf dem Nexus 5 kommt die Frage, Konten und Daten von diesem Gerät kopieren. Bluetooth wird aktiviert. Ja, bitte. Also die nutzen dann wahrscheinlich NFC, um sich zu treffen, um sich Hallo zu sagen. Und dann Bluetooth für die Datenverbindung. Daten werden auf ihr neues Gerät kopiert. Tippen Sie zum Fortfahren auf OK, habe ich ja bereits. Konten und Daten werden kopiert. So, jetzt muss ich mich einmal eben Google-Konto-Account anmelden, per NFC übertragen, Konten werden hinzugefügt, bitte warten. Und als nächstes kriegt man keine Infos mehr und lustigerweise, Bluetooth ist bei beiden Geräten wieder deaktiviert, also das ging jetzt ruckzuck. Jetzt sind wir wieder im normalen Einrichtungsmenü. Aktivieren Sie die Google-Standortdienste. Ja, bitte unterstützen Sie uns bei der Verbesserung von Standortdiensten, indem Sie zulassen, dass Apps und Dienste auch bei deaktivierten WLAN nach Netzwerken suchen. Ist klar. Und noch die Frage nach den anonymisierten Daten. Nö, jetzt gerade nicht. Und weiter. Und dann müssten wir eigentlich durch sein. Jetzt noch die Frage nach Google Now. Ja, natürlich möchte ich das nutzen. So, und jetzt habe ich hier schon was mit rumgespielt und rumgesucht, aber leider, die ganzen Apps werden jetzt nicht nochmal heruntergeladen. Das Google-Konto ist zwar überall hinterlegt, bereits bei Mail, beim Play Store und allem Möglichen, aber ich habe nach wie vor nur die Standard-Apps drauf und es wird nichts runtergeladen. Das ist sehr schade. Ich habe schon Videos von Amis gesehen, die das Feature auch schon getestet haben. Da wurde jetzt ganz normal die ganzen Apps schon runtergeladen und das war sehr schön, denn seien wir ehrlich, Android-Geräte wieder neu aufzusetzen oder zu wechseln, ist noch nicht so ganz flüssig und ganz leicht oder also ne, wie bei den Apfeljüngern. Schade, dass das Tap-and-Go-Feature bei mir jetzt hier gerade so versagt und nicht funktioniert. Also seltsamerweise mit meinem Galaxy S5 nichts zu tun haben möchte und auch mit den Daten vom Nexus 5, also zumindest die ganzen Apps noch nicht runterlädt. Naja, vielleicht kommt das Feature noch, vielleicht werkelt Google da gerade rum. Im Idealfall ist es natürlich ein super Feature, die Dinger zusammenknallen, einmal noch das Passwort eingeben und sich freuen, aber so funktioniert es leider nicht bei mir. Aber mal gucken, vielleicht demnächst. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!